Eine falsche oder nicht durchdachte Makronährstoffverteilung kann einer der hauptsächlichen Gründe dafür sein, warum es so unglaublich schwer fallen kann, Fett zu verlieren. Achtung, gewagte These. Abnehmen kann auch für dich einfach sein, wenn du weißt, wie du deine Ernährung richtig gestalten musst. Und genau das erkläre ich dir heute Schritt für Schritt. Ich erkläre dir heute in diesem Video wirklich mal die Basics zum Thema Makronährstoffverteilung, damit du vor allem auch erkennst, welche Potenziale du vielleicht noch in deiner Ernährung hast. Und auch, warum es dir vielleicht bisher so schwer gefallen ist, ein Kaloriendefizit konsistent einhalten zu können. Ich habe ganz lange versucht abzunehmen, bin ewig bei einem Gewicht herumgedümpelt, habe schon ein richtiges Gewichtsplateau erlebt und habe versucht, mit möglichst viel Sport und möglichst wenig Essen dagegen anzukommen. Das alles hat aber, surprise, nichts geholfen. Die Anpassung meiner Makronährstoffverteilung war im Nachhinein betrachtet sicherlich einer der Hauptgründe dafür, dass nach meinem ewig andauernden Plateau meine Abnehmversuche irgendwann wieder sichtbare Erfolge gebracht haben. Lass uns zum Einstieg in das Video direkt mal das Wichtigste klären. Warum ist denn die Makronährstoffverteilung so wichtig fürs Abnehmen? Zuerst mal, was sind Makronährstoffe? Das sind Proteine, das sind Fette und das sind auch Kohlenhydrate. Diese solltest du täglich in bestimmten Mengen zu dir nehmen und die optimale Verteilung für dich persönlich deiner Makronährstoffe kann dir dabei helfen, auf einem einfachen Weg abzunehmen. Oder auch dir dabei helfen, andere Ziele zu erreichen. Je nachdem, was dein Ziel ist, zum Beispiel kann die richtige Makronährstoffverteilung es dir erleichtern, Muskulatur aufzubauen, dein Gewicht zu halten, leistungsspezifische Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel einen Marathon zu laufen oder eben abzunehmen. Und wir lassen hier jetzt auch direkt mal diesen ganzen Pseudo-Quatsch von wegen Stoffwechseltypen oder irgendwie sowas weg. Das verkompliziert das Ganze nicht nur unnötig, sondern basiert größtenteils auch auf keinen aussagekräftigen Daten oder Studien. Ja, ich habe in der Arbeit mit meinen Kundinnen auch schon festgestellt, dass unterschiedliche Makronährstoffverteilungen ganz unterschiedlich auf Menschen wirken. Manche Personen sind viel glücklicher, wenn sie viele Kohlenhydrate essen können, fühlen sich damit energiegeladener und glücklicher. Und andere, die brauchen vielleicht ein bisschen mehr Fett, um langfristig auch satt zu sein und fühlen sich damit einfach insgesamt wohler. Wie das bei dir persönlich ist, kann dir am Ende des Tages niemand sagen. Das findest du nur selber raus, indem du achtsam bist und auch ein bisschen herumexperimentierst. Du kannst zum Beispiel darauf achten, wie sich Hunger, Sättigung und auch dein Appetit verhalten, wenn du etwas an deiner Makronährstoffverteilung veränderst. Jetzt aber zuerst mal noch zu den Basics zurück. Jeder Makronährstoff hat eine spezifische Funktion, eine spezifische Rolle und ist auch wichtig für deinen Körper. Und jeder Makronährstoff, Proteine, Fette und Kohlenhydrate haben auch eine entscheidende Rolle fürs Abnehmen. Kohlenhydrate sind zum Beispiel die Hauptenergiequelle deines Körpers. Proteine sind zum Beispiel sehr bekannt dafür, wichtig zu sein für den Muskelaufbau und für den Muskelerhalt. Daneben sind sie aber auch wichtig für die Regulierung von deinem Immunsystem und auch für deinen Stoffwechsel. Und auch Fette sind wichtig für eine ausgewogene Ernährung. Sie sind auch Energielieferant und sie sind essentiell wichtig, damit dein Körper bestimmte Vitamine aufnehmen kann. Wie du jetzt vielleicht schon raushören kannst, jeder Makronährstoff hat eine wichtige Funktion und hat daher auch eine Daseinsberechtigung in einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. Keiner dieser Nährstoffe sollte verteufelt werden. Worauf es wirklich ankommt, ist die richtige Verteilung. In irgendwelche Extreme zu verfallen und teilweise Makronährstoffgruppen komplett aus der Ernährung rauszustreichen oder nahezu komplett, ist nicht der Way to go. Lass uns jetzt Schritt für Schritt mal durchgehen, damit du verstehst, was ich meine und damit du auch verstehst, wie denn deine für dich richtige Makronährstoffverteilung aussieht. Ich habe das Ganze jetzt mal so gegliedert, dass wir uns erstmal jeden Makronährstoff einzeln anschauen. Ich erkläre dir, wofür der da ist und wie viel du von welchem Makronährstoff brauchst. Und am Ende fügen wir das Ganze zusammen, dass du dann siehst, wie denn die prozentuale Verteilung aussehen wird bei dir. Protein ist entscheidender Bestandteil bei einer gesunden und ausgewogenen Ernährung, gerade wenn du abnehmen willst. Das hörst du sicherlich nicht zum ersten Mal. Ein hoher Proteinanteil in der Ernährung hat nicht nur den Vorteil, dass du einfache Muskeln erhältst, sondern auch, dass es dich langfristig vor Heißhungerattacken schützt und vor allem sorgt Protein, einen hohen Proteinanteil in der Ernährung, auch dafür, dass du einen ganz langen Sättigungseffekt hast. Das heißt, du hast weniger Hunger. Bei der Berechnung deines Proteinbedarfs richtet sich das Ganze nach deinem Körpergewicht. Du sollst etwa 1 Gramm bis 1,6 Gramm Protein je Kilogramm deines Körpergewichts zu dir nehmen. Das kann natürlich nach individuellen Bedürfnissen etwas variieren. Wenn du zum Beispiel Muskulatur aufbauen möchtest, wenn du viel Sport betreibst, also im Sinne von mehr als 5-mal Sport die Woche, dann kannst du deinen Proteinbedarf auch tendenziell noch ein bisschen höher ansetzen. Eins ist noch ganz wichtig, was hier oft mal unterschlagen wird. Wenn du übergewichtig bist, wenn du dich mit deinem BMI im Übergewicht befindest, dann richtet sich dein Proteinziel nicht nach deinem aktuellen Gewicht, sondern
nach dem Bereich deines Idealgewichtes. Ansonsten kommen da ganz seltsame Zahlen raus, ganz hohe Proteinziele, die mit einer normalen Ernährung, die nicht im Low-Carb-Bereich sich bewegt, eigentlich ohnehin nicht zu erreichen ist. Protein ist ja der Makronährstoff, der aktuell oder sehr seit den letzten Jahren am meisten gehypt wird. Jedes Lebensmittel gibt es irgendwie auch in der Proteinvariante, von Proteinpudding über Proteinbrot, und Protein ist jetzt irgendwie der Shit, den man in seiner Ernährung braucht. Und es stimmt, Protein ist super wichtig, gerade wenn du abnehmen willst, hatte ich schon gesagt, aber du brauchst dafür weder Proteinpudding noch Proteinbrot. Ein gutes Proteinpulver kann dir trotzdem einiges extremst erleichtern. Gerade wenn du dich vorwiegend vegetarisch oder vegan ernährst. Das kann dir helfen, einfach auf deinen Proteinbedarf zu kommen und kann dir auch helfen, an der Ursache anzusetzen und gegen deinen Heißhunger vorzugehen, wenn das ein Thema für dich ist. Meine persönlichen Empfehlungen für veganes Proteinpulver findest du immer unten in der Beschreibung in meinen Amazon-Favoriten. Ich habe jetzt schon mal eine sehr konkrete Zahl in den Raum gestellt. Diese 1 Gramm bis 1,6 Gramm Protein je Kilogramm deines Körpergewichtes, die stehen jetzt einfach mal so fix. Das bedeutet, dass wir die ganzen anderen Makronährstoffe dann darum rumbauen müssen. Ich rechne dir das jetzt hier einfach mal vor, exemplarisch für eine Frau mit 60 Kilo. Wir rechnen jetzt 60 mal 1,6. Das heißt, unsere Beispielfrau sollte jetzt etwa 96 Gramm Protein zu sich nehmen. Das sind ungefähr 32 Gramm Protein pro Mahlzeit. Einfach damit du dir das so ein bisschen besser auch vorstellen kannst. Kommen wir damit auch zum Fett. Und das ist ja wahrscheinlich der Makronährstoff, um den sich in den letzten Jahren und wenn nicht sogar Jahrzehnten am meisten gestritten wird. Die eine Fraktion versucht, Fett komplett zu vermeiden, und die Gegnerfraktion, die versucht, sich nahezu nur von Fett und von Protein zu ernähren. Ich glaube ja, die gesündeste Variante liegt irgendwo in der Mitte. Natürlich hat Fett viele Kalorien. Einmal zum Vergleich. Proteine und Kohlenhydrate haben etwa 4 Kilokalorien je Gramm und Fett hat ein bisschen mehr als das Doppelte, nämlich 9 Kilokalorien je Gramm. Trotzdem, wie schon gesagt, Fett ist super wichtig für deine Gesundheit, für die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen und auch für die Produktion von deinen Hormonen. Und gerade das kann auch entscheidend fürs Abnehmen sein. Fett beeinflusst zum Beispiel unter anderem die Produktion von dem Hormon Leptin, und das hat was zu tun mit Sättigung und Appetit. Mit ausreichend Nahrungsfett sorgst du also dafür, dass Sättigung schneller eintreten kann und du bist gegebenenfalls dadurch auch schneller satt und konsumierst insgesamt weniger Kalorien. Als Frau solltest du etwa 1 Gramm Fett je Kilogramm deines Körpergewichts zu dir nehmen. Das heißt, für unsere 60 Kilo Beispielfrau kommen dann jetzt nochmal 60 Gramm Fett zu diesen 96 Gramm Protein dazu, die wir ja gerade schon ausgerechnet haben. Auch die richtige Menge der Kohlenhydrate ist eine wichtige Komponente, wenn es um die Makronährstoffverteilung geht. Kohlenhydrate sind der Makronährstoff, der deinem Körper die meiste Energie liefert. Aber nicht alle Kohlenhydrate sind gleich. Ein ganz großer Einflussfaktor beim Gewichtsmanagement, wenn es um die Kohlenhydrate geht, ist die Art der Kohlenhydrate. Wir haben einmal komplexe Kohlenhydrate oder wir haben eben einfache Kohlenhydrate. Komplexe Kohlenhydrate sind eben sowas wie Vollkornprodukte, alles was sehr ballaststoffreich ist, und einfache Kohlenhydrate ist dann eben so der Abnehmfeind per se, alles mit Zucker, Weißmehlprodukte, Croissants, Brötchen, alles, was sehr lecker schmeckt. Und wahrscheinlich erzähle ich dir jetzt hier nichts Neues, dass es beim Abnehmen vor allem darum geht, auf komplexe Kohlenhydrate zu setzen, auf Vollkornprodukte, auf Hülsenfrüchte und auch auf Gemüse. Dadurch sorgst du für langanhaltende Energie, das heißt, dein Energielevel ist hoch, aber auch langanhaltend hoch, du hast nicht solche Energiecrashs und vermeidest dadurch auch vor allem Heißhungerattacken. Diese Annahme, dass Kohlenhydrate per se dick machen, die stimmt nur dann, wenn die Kohlenhydrate hauptsächlich aus Weißmehlprodukten, aus Einfachzuckern konsumiert werden, wenn eben die Kohlenhydrate aus Süßigkeiten bestehen, aus Weißmehlprodukten und dazu auch noch ein sehr inaktiver Lebensstil geführt wird. Denn wie du dich erinnerst, Kohlenhydrate sind ja der hauptsächliche Energielieferant unseres Körpers. Du kannst es dir jetzt eigentlich so vorstellen, wenn du viele Kohlenhydrate isst, also vor allem eben diese einfachen Kohlenhydrate, dich aber nicht bewegst, dann passiert was Ähnliches, wie wenn du mit deinem Auto zur Tankstelle fährst und dein Auto tankst. Und es ist irgendwann vollgetankt und du lässt es aber weiter laufen. Dann ist dieses überflüssige Benzin, es läuft natürlich dann irgendwann aus deinem Auto raus. Und genau das passiert auch mit deinem Körper, wenn du Kohlenhydrate isst, die du aber eben nicht brauchst, im Sinne von, weil du einen so inaktiven Lebensstil führst. Das heißt, dein Körper geht hin und lagert diese überschüssige Energie, die eigentlich durch Kohlenhydrate reingekommen sind, in Form von Fett ein, in Form von Langzeitreserven einfach. Und das bedeutet, du nimmst zu. Also das, was wir nicht wollen. Wenn du allerdings einen sehr aktiven Lebensstil hast, wenn du Sport machst, wenn du genug Alltagsbewegung hast, dann können Kohlenhydrate dir auch beim Abnehmen helfen, weil sie eben dafür sorgen, dass du Lust hast, dich zu bewegen, dass du die Energie hast, die Power hast,
ja, unterwegs zu sein, deinen Sport zu machen, deinen aktiven Lebensstil auch zu leben. Fehlen deinem Körper die Kohlenhydrate, musst du sie erst herstellen bzw. umbauen. Ganz vereinfacht nimmt er dann eben Fette her und baut diese in Kohlenhydrate um. Und genau während diesem Prozess kann es sein, dass du merkst, dass du müde und motivationslos wirst und dass du ja eigentlich gar keinen Bock hast, dich zu bewegen. Dadurch sinkt natürlich dann auch dein Kalorienverbrauch. Und so gut wie das jetzt klingt, mit dem Fette werden umgebaut in Kohlenhydrate und dadurch werden sie dann verbraucht, das hat nichts mit deinem Körperfettanteil zu tun. Sonst wäre Low Carb ja wirklich die Lösung, nach der wir uns alle sehen würden. Du kennst jetzt schon mal die Basics, weißt, wofür jeder Makronährstoff gut ist und du weißt auch, wie viel Fett und wie viel Protein du auf jeden Fall schon mal zu dir nehmen solltest. Jetzt können wir die einzelnen Puzzleteile auch zusammensetzen. Das richtige Verhältnis von Kohlenhydraten, von Proteinen und von Fetten ist einer der größten Einflussfaktoren, wenn du es dir wirklich leicht machen möchtest, abzunehmen. Es gibt allerdings keine allgemeingültige Antwort, wie dieses Verhältnis jetzt auszusehen hat, weil das ganz individuell auf dich ankommt. Das hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab. Die meisten Experten empfehlen eine Makronährstoffverteilung, die zu 50-60% aus Kohlenhydraten besteht, zu 10-20% aus Protein und zu 20-30% dann eben verbleibend aus den Fetten. Dieses Verhältnis kann aber gerade, wenn es um spezifische Ziele geht, wie zum Beispiel der Reduktion von Körperfett oder dem Aufbau von Muskulatur, variieren. Athleten oder Personen mit einem sehr aktiven Lebensstil, die benötigen zum Beispiel eventuell mehr Kohlenhydrate. Aber kommen wir jetzt mal zurück zu unserem Beispiel der Makronährstoffverteilung, was wir jetzt noch ausrechnen müssen. Unser Kreis wird erst komplett, wenn wir jetzt auch noch die Kohlenhydrate damit einfügen. Die bilden das Schlusslicht und füllen jetzt quasi unseren Makronährstoffkreis auf. Und jetzt wirst du auch verstehen, warum die Berechnung der Makronährstoffverteilung so individuell ist, wenn man genaue Zahlen haben möchte. Keine Sorge, wenn dir das jetzt hier zu viel Rechnerei ist. Du kannst das Ganze auch nach Augenmaß machen, dazu kommen wir gleich. Die besprochenen Fette und Proteine, die eben notwendig sind für unsere Beispielfrau, die ergeben eine Summe von 960 Kilokalorien, die diese Frau alleine aus der empfohlenen Menge aus Protein und aus Fett zu sich nehmen wird. Eine sehr aktive Frau, vielleicht einen hohen Anteil an Muskulatur, hat vielleicht ungefähr einen Gesamtkalorienverbrauch von angenommen 2500 Kalorien. Das heißt, es wären noch ungefähr 1500 Kalorien in unserer Rechnung offen, die jetzt mit Kohlenhydraten aufgefüllt werden können. Wenn sie abnehmen wollen würde, dann müsste sie natürlich ein paar Kalorien abziehen, um ein Defizit zu erreichen. Dennoch, wir nehmen jetzt einfach mal so das Beispiel, wie es ist. Das wären dann etwa 125 Gramm Kohlenhydrate pro Mahlzeit, wenn wir von drei Mahlzeiten ausgehen, etwas weniger, wenn sie ein Kaloriendefizit einhalten möchte. Würden wir uns das Ganze jetzt in einem Kreisdiagramm anschauen von unserer Beispielfrau, dann würde sie etwa die Hälfte ihrer Kalorien aus Kohlenhydraten beziehen und jeweils ein Viertel aus Protein und aus Fett. Natürlich wiegen wir jetzt alle nicht gleich viel und haben auch nicht alle den gleichen Kalorienverbrauch. Dementsprechend verschiebt sich natürlich dann die Makronährstoffverteilung, da das ja alles prozentual ist. Je weniger Kohlenhydrate bzw. Kalorien für Kohlenhydrate übrig sind, desto größer werden natürlich auch die Anteile für Protein und für Fett. Auch wenn du vielleicht feststellst, dass du mit einer insgesamt fettreicheren Ernährung besser klarkommst, wenn du mehr Protein zu dir nehmen möchtest oder wenn du vielleicht mehr Kohlenhydrate brauchst, dann ist das alles in Ordnung. Das sind aber Anpassungen, die du eben für dich selber so feststellen musst und festlegen musst. Genau das sind auch solche Punkte, über die ich mit meinen Kundinnen in meinem 1:1-Coaching spreche und wo ich ihnen helfe, genau das herauszufinden. Kommen wir damit zur Umsetzung in die Praxis. Vielleicht fühlst du dich jetzt ein bisschen erschlagen von den ganzen Zahlen, die ich dir jetzt in diesem Video hier um die Ohren gehauen habe. Das Video hier heute soll keine konkrete Anleitung sein, nach der du dich ernähren musst. Mir ging es viel eher darum, dass du mal den Zusammenhang verstehst zwischen Makronährstoffen, Kalorien und einer optimalen Verteilung. Klar kannst du jetzt hingehen und Kalorien zählen und Makronährstoffe tracken. Das habe ich auch mal eine ganze Weile gemacht. Das ist auch für den Anfang tendenziell sehr interessant. Man setzt sich sehr mit seiner Ernährung auseinander, kann aber auch extrem schnell in ein sehr obsessives Essverhalten ausarten und dann auch nahezu schon in ein sehr gestörtes Essverhalten. Und vor allem ist es keineswegs notwendig, wenn du abnehmen möchtest. Ich empfehle stattdessen immer erstmal eine ausgewogene Ernährung als Ziel Nummer 1 zu sehen. Wirklich ein ausgewogenes Verhältnis in der Ernährung zu bekommen, aus Kohlenhydraten, aus Fetten und aus Proteinen, mit denen du dich gut fühlst, mit denen du dich wohlfühlst und mit denen du eben auch abnehmen kannst. Statt Kalorien zu zählen und Makronährstoffe penibel nachzuverfolgen, empfehle ich den meisten von meinen Kundinnen erstmal, sich auf das Thema Protein zu fokussieren, denn das ist meistens die allergrößte Stellschraube in unserer Ernährung. Da fehlt es meistens und das hat meistens auch schon einen ganz, ganz großen Effekt auf das Thema Abnehmen und vor allem auch auf das Thema Heißhunger und auf das Thema Sättigung. Also wirklich die größten Stellschrauben, die es dir so viel erleichtern werden, auf einem gesunden Weg abzunehmen. Die weiteren Makronährstoffe kannst du für den
Beginn dann erstmal so abschätzen. Du kannst auf dem Teller so vor dir ja meistens schon relativ gut sehen, welchen Teil, welches Lebensmittel du welchen Makronährstoff zuordnen kannst. Vielleicht bist du jetzt gerade auch noch unsicher, möchtest das Ganze eher in professionelle Hände geben und dann lieber einfach nur noch umsetzen. Diesen Prozess der individuellen Optimierung, der Ernährung und auch der Makronährstoffverteilung gehe ich mit meinen Kundinnen immer in meinem Kickstart-Coaching zusammen gemeinsam durch. Da gibt es unter anderem auch die Möglichkeit, mir einfach ein Ernährungstagebuch abzugeben, wo wir dann gemeinsam erarbeiten können, wo noch Optimierungspotenziale liegen, die dann dir dabei helfen abzunehmen. Ganz ohne irgendwelches Tracken von Makros oder von Kalorien. Wenn dich das interessiert, dann findest du den Link zur Warteliste wie immer unten in der Beschreibung von diesem Video. Warum ich dir übrigens nicht empfehle, Kalorien zu zählen, wenn du abnehmen möchtest, das erfährst du hier in diesem Video. Da habe ich dir wirklich einen ungeschönten Erfahrungsbericht verfasst und erzähle dir, wie es mir ging, als ich diese ganze Welt der Kalorienrechner für mich entdeckt habe.